Art von Fußball, was heißt das denn? Ja, die kaufen sich die Besten zusammen, da ist nichts entwickelt, da ist nichts zusammengefügt. Die holen sich irgendwo und weil sie mehr Geld haben als alle anderen hier in der Liga, sind sie unangefochten schon seit, was weiß ich, 20 Jahren so weit oben, dass keiner mehr dran kommt. Anstatt sich die besten Spieler zusammenzukaufen, könnte man auch die besten Spieler ausbilden. Und zu der Ausbildung. Aber Bayern ist doch da, Entschuldigung, nein, Fußball überhaupt gar nicht. Nein, das in ganz Deutschland. Ich denke, Bayern hat eine gute Ausbildungsarbeit. Wo sind denn die Spieler? Okay, ihr kennt euch da besser aus, aber mein Gefühl ist, also Bayern ist da jetzt der falsche Adressat für den Vorwurf. Nein, es geht halt um Vorwurf. Ja, für den Vorwurf, dass man sich einfach Leute irgendwie zusammenkauft. Gerade Bayern München ist doch ein Verein, der seit den 70er Jahren sich sozusagen Aufbauarbeit macht, erfolgreich ist, eben nicht hingeht und sagt, wir erliegen der Versuchung des ganz großen... In den 70er Jahren. Entschuldigung. Also Bayern München kauft immer denjenigen, der in der vergangenen Saison am meisten Tore gegen sie geschossen hat oder sie am meisten geärgert hat, der spielt in der nächsten Saison bei Bayern München. Das ist auch legitim. Das Zusammenkaufen der Besten ist schon auch bei Bayern München, glaube ich, in Deutschland extrem. Bayern lebt doch nicht im... Bitte, ich bin der Letzte jetzt hier, den FC Bayern München verteidigen muss. Aber Bayern, Dortmund, wie sie alle heißen, die sind doch auch Getriebene dieses Systems, über das wir hier gerade sprechen. Mhm. Es geht um immer mehr Geld und Geld, also der alte Spruch, dass Geld keine Tore schießt, der stimmt doch schon lange nicht mehr. Natürlich schießt Geld Tore. Aber genau das passiert, das habe ich ja gesagt, nicht nur, dass das alles teurer wird und manche viel, viel mehr verdienen, auch die Berater, sondern es ist auch so, dass die kleinen Clubs, wenn wir es öffnen würden für Investoren in Deutschland, 50+1, sie können ja unterhalb investieren, aber der Verein muss das Sagen haben. Wenn wir das öffnen würden, dann müssen die kleineren Vereine, die in der Bundesliga bleiben müssen, die müssen dann auch Investoren heranschaffen. Ich wollte was anderes sagen. Ich glaube, dass wir, wenn wir einen besseren Fußball haben möchten, bei uns in Deutschland, dass wir die kleinen Vereine stärken müssen, den Graswurzelfußball. Dass, wenn ein Investor kommt und viel Geld investieren will, dann muss er dazu verpflichtet werden, in der Umgebung des Vereines wirklich viele, viele kleine Clubs zu unterstützen. Denn nur daher kommen die Talente, nicht aus unseren Nachwuchsleistungszentren. Aber Herr Riemen, dass wir so wenig, ich möchte das bitte zu Ende führen, dass wir so wenig Top-Talente haben, hängt auch damit zusammen, dass wir unten nicht mehr so viel Fußball spielen, weil die Vereine nicht entsprechend gefördert und unterstützt werden. Ja. Und dann machen wir in den Nachwuchsleistungszentren, unabhängig von Bayern München, so viele Fehler, dass wir die Individualität nicht machen. Da haben wir schon zigmal drüber, dass die Trainer ganz jung sind, wenig Erfahrung haben. Persönlichkeitsentwicklung, Individualität zulassen. Aber wir haben genug Talente, das könnten wir machen, ohne das viele Geld. Alles d'accord. Sie wollten